40 Stufen oder 50. Michael Koch hat sie nie gezählt, aber er ist sie oft gegangen. Hinauf in die Geschichte. Zu den Kelten, zu ihren Geheimnissen und zu ihren Göttern. Nirgends fühlt sich der Archäologe ihnen so nah wie hier, auf dem Ringwall von Otzenhausen. Zweieinhalb Kilometer lang und bis zu 12 Meter hoch ist der steinerne Wall aus der Keltenzeit. Wall? Wer mit Michael Koch unterwegs ist, lernt sich behutsam durch die Vergangenheit zu bewegen. Der Wall war eine gerade Mauer, sagt der Archäologe. Wir haben hier ein Stück der originalen Mauerfront. Oder einer Struktur, die eben wirklich von den Kelten noch gesetzt ist. Das kann man hier auch wunderbar erkennen noch. Ich lege mal hier das so aus. Genau, kann man schön sehen, wie da die Balkenlagen schief stehen, ineinander verkeilt. Kleinere Steine, die hier eine Lücke bilden. Das ist halt insofern auch von Interesse, weil es auch Leute immer wieder gibt, die bezweifeln, dass hier eine senkrechte Mauer mal gestanden hat. Dass manche vermuten, das war einfach nur eine Steinschüttung, um Gegner abzuwehren oder die Nachbarn zu beeindrucken. Aber es handelt sich wirklich hier um eine architektonische Meisterleistung, so viele Steine erstens heranzuschaffen und zweitens zu einer statisch stabilen Konstruktion eben auch zu bringen. 20 Meter hoch muss die Mauer einst in den Himmel geragt haben. Ihre Erbauer setzten damit vor 2500 Jahren ein Zeichen in ihre Welt und hinterließen viele Rätsel in der unseren. Eigentlich wollte ich Astronaut werden. Das war mein Kindheitstraum, Astronaut zu werden. Aber das hat ziemlich viel mit Archäologie eigentlich zu tun. Weil man will eigentlich in andere Räume, in andere Zeiten aufbrechen und will einfach das Unergründliche eben ergründen. Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte. So lautet Julius Caesars Kurzfassung seiner gallischen Kriege. In den Jahren 57 bis 53 vor Christus eroberten seine Legionen ganz Gallien. Ganz Gallien? Nein. Einige Stämme leisteten erbitterten Widerstand. Unter anderem die Treverer unter der Führung ihres Fürsten Indutiomarus. Und beinahe hätte Caesar im Land der Treverer sein Waterloo erlebt. War dies der Ort? Umschloss der sogenannte Hunnenring in Wahrheit den Fürstensitz des Indutiomarus? Vieles deutet darauf hin. Aber leider ist das Türschild des Keltenfürsten bisher nicht aufgetaucht. Oder vielleicht doch? Wäre interessant, das doch. Es wurde einmal eine Inschriftentafel hier gefunden, allerdings schon im 19. Jahrhundert. Und die ist damals unbemerkt entsorgt worden und wir wissen also nur, es wurde sowas gefunden, aber ihren Schrotthändler hat die aufgekauft und dann vermutlich zum Altmetall gegeben und der Forschung ist also die Inschrift als solche nicht bekannt. Und doch, in vorrömischer Zeit können die Forscher 5 Jahrhunderte dauerhafter Besiedlung nachweisen. Das ist jetzt eine keltische Münze. Bis etwa 50 Jahre vor Christi Geburt datieren die Funde. Und dann erst wieder 150 Jahre später. 5 Generationen lang war der Ringwall verlassen. Interessanterweise endet die Geschichte der Festung auch just zu dem Zeitpunkt, als dieser Indutiomarus von Caesar besiegt wurde. Caesar schildert, wie Indutiomarus bei der Belagerung eines Römerlagers in einen Hinterhalt geriet und getötet wurde. Nur 5 Kilometer vom Otzenhausener Ringwall entfernt haben Forscher der Uni Mainz vor kurzem auf einem Acker einen sensationellen Fund gemacht. Scherben von unzähligen Weinamphoren.
Die Archäologin Sabine Hornung hatte sofort einen Verdacht. Den Wein haben römische Legionäre getrunken. Große Mengen von Weinamphorenscherben hier im Hochwald sind schon ungewöhnlich. Vor allem eben über so eine große Fläche gestreut. Duos! Tres! Quattro! 10.000 Soldaten, so schätzt die Archäologin, könnten hier kampiert und exerziert haben. Einige von ihnen haben dabei etwas verloren. Ohne zu ahnen, dass es 2000 Jahre später einmal Schlagzeilen machen würde. Schuhnägel. Im Grunde war die Entdeckung dieser Nägel für uns wirklich die Bestätigung, dass wir es mit einem Militärlager zu tun haben. Auf der anderen Seite eben auch mit einem Militärlager mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Zeit des Gallischen Krieges. Anders gesagt, in unmittelbarer Nähe zur keltischen Festung von Otzenhausen hatte Julius Caesar eine oder zwei seiner Legionen stationiert. Das älteste Militärlager der Römer auf deutschem Boden. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Sensation, aber das, was sich im Rahmen des Gallischen Kriegs hier abgespielt hat, das ist tatsächlich Weltgeschichte. Und insofern ist das ein bedeutender Fund, das stimmt. Wenn sich am Otzenhausener Ringwall also Weltgeschichte abgespielt hat, ist er dann nicht Teil des kulturellen Erbes der Menschheit? Mindestens so wichtig wie die alte Völklinger Hütte, die als Weltkulturerbe zudem viele Besucher ins Saarland lockt? Die Frage ging an die saarländische Landesregierung. Der Kulturminister lächelt sie freundlich weg. Wir sind durch ein paar Dinge begrenzt. Also sicherlich wird es im deutschlandweiten und europaweiten Vergleich nicht eine Dimension haben, dass man sagt, man strebt den Welterbestatus der UNESCO an. Damit würde man dem Ring auch keinen Gefallen tun, denn ein abgelehnter Antrag wäre sicherlich schlechter, als gar nicht erst einen Antrag zu stellen und stattdessen mal zu schauen, was kann man denn machen. Zu unbedeutend im globalen Maßstab? Die Experten widersprechen. Auf diese Steine könnten wir bauen. Der Hunnenring ist zweifellos ein Denkmal von europäischem Rang. Weltgeschichte hat hier sicherlich stattgefunden. Das wissen wir durch die Ausgrabung erst unlängst im Legionslager bei Hermeskeil. Aber auch nicht nur für diesen Übergang von keltisch zur römischen Zeit, sondern auch für die Entwicklung innerhalb der keltischen Kultur zum Werdeprozess der Treverer. Ist das hier ein historischer Ort mit Schlüsselfunktion? Allein daher, denke ich, wäre es sinnvoll, diese Anlage zu einem Weltkulturerbe zu ernennen. Warum nicht? Von hier aus kann man also diese älteste Mauer noch sehen. Sommer 2013. Thomas Fritsch führt Teilnehmer einer internationalen Keltologentagung über die Anlage. Die Besucher sind erstaunlich still. Hier hat man jetzt wieder einen bombastischen Blick so über dieses Steinmeer hinweg. Tatsächlich kein Vergleich zu anderen keltischen Denkmälern? Stimmt, sagt der Gast aus Cornwall. Wir haben in Cornwall natürlich über 100 wichtige Bauwerke aus der Keltenzeit. Aber keines ist so groß und so beeindruckend wie dieses. Selbst direkte Nachfahren der Kelten können sich nicht satt sehen an der 2000 Jahre alten Anlage. Also ich komme aus Irland und da haben wir wirklich wenige Ansiedlungen an der Eisenzeit, obwohl die keltische Kultur da heutzutage noch zum Anschauen ist und zu hören ist, gibt es wenige archäologische Siedlungen, also wie diese Sort. Wir haben keine Oppidumen, also Oppida und so weiter. Ich weiß nur, dass heutzutage, dass ich davon beeindruckt bin. In großen Lettern verheißt eine Werbetafel in Landsweiler Reden einen Einblick in das Erbe des Saarlandes. Gemeint ist hier die Bergbaugeschichte. Wer zu den keltischen Boden schätzen will, muss zum Hintereingang. Thomas Fritsch bringt seine neuesten Funde in die Restaurierungswerkstatt der Bodendenkmalpflege.
Im ehemaligen Bergwerk Reden hat die Restauratorin Nicole Kasparek zwar viel Platz, aber wenig Mitarbeiter. Ralf Schirrer muss Tausende von Scherben wieder zu Gefäßen zusammenfügen, ganz allein. Ich glaube, die restlichen Gefäße, das werden keine ganzen mehr, aber zum größten Teil rekonstruierbar. Dass er einmal Tonkrüge aus der Keltenzeit zusammenkleben würde, hätte sich der ehemalige Forstarbeiter auch nicht träumen lassen. Ich selber, wie gesagt, bin vom Nebel über die Seite rankommen und habe also praktisch keine Ausbildung, außer das, was man hier beigebracht hat. Das immerhin beeindruckt den Archäologen. Da hat man ja vorher gar nichts gesehen, weil die ja total zerschlagen waren, aber alle Achtung. Auch im Raum nebenan restauriert keine ausgebildete Fachkraft, sondern eine Praktikantin. Fundstücke, von denen jedes einzelne ein wertvoller Zeuge einer unwiederbringlichen Vergangenheit ist. Dieses verbogene Schwert, eine typische Grabbeigabe der Kelten, hat Thomas Fritsch im vorigen Sommer ausgegraben. Ihre Patienten, nennt Nicole Kasparek liebevoll die Artefakte aus der Geschichte. Zum Schwert. Du hast es runtergehoben. Ganz toll. Ja. Hättest du mal was gesagt. Filigrane Details hat die Restauratorin auf der 2000 Jahre alten Waffe zum Vorschein gebracht. Hier unten, das konnte ich halt noch freilegen. Das Fundaufkommen ist im Saarland erstaunlich hoch. Wenig davon dringt an die Öffentlichkeit. Ich bearbeite Hunderte von Stücken im Jahr. Der Vorteil von nur einer Restauratorin für Hunderte und Aberhunderte von Bodenfunden? Die Geheimnisse unserer Vorfahren bleiben gut bewahrt. Der Türcode ist natürlich nicht der richtige. Ja, willkommen in der Schatzkammer des Saarlandes. Hier ruht es nun also, das Erbe der Kelten im Saarland. Ihre Kunst, ihre Rätsel, ihre Hinterlassenschaften. Zusammen mit den Römern, dem Mittelalter und der Steinzeit. Ganze Museen könnte man damit bestücken, wenn man könnte. Denn wann in diesem einen Leben soll Nicole Kasparek all die Schatzkisten öffnen? Ich würde mal sagen, dass noch nicht mal die Hälfte des ganzen Materials wirklich aufgearbeitet ist oder restauratorisch bearbeitet. Wie gesagt, unsere Möglichkeiten sind heute ja auch viel feiner, das Material zu bearbeiten. Und ich denke, dass sich da schon noch einige unentdeckte Schätze hervorzaubern lassen würden. Der Hunnenring oder die Fürstengräber von Schwarzenbach, das sind Fundstellen, die auf der ganzen Welt, wenn ein archäologisches Buch verfasst wird, irgendwo erwähnt werden, also die einen enormen Stellenwert haben und die aber in der Außendarstellung des Landes bisher noch viel zu wenig berücksichtigt werden. Da könnte man sehr viel mehr Kapital draus schlagen mit geringen Mitteln. Und das ist einfach ein bisschen schade, dass dieses Bewusstsein noch nicht nach oben hin vorgedrungen ist. Sommer 2014. Wieder einmal ist Thomas Fritsch auf keltische Gräber gestoßen. Ein Eurojobber und Studenten aus Münster helfen bei den Ausgrabungen. Die Funde sind reich und bergen viele wissenschaftliche Sensationen. Schon der Inhalt einer Schmuckamphore könnte Dutzende von Forschern beschäftigen. Thomas Fritsch wühlt sich allein durch die Familienbronze der vornehmen Keltin und macht eine ungewöhnliche Entdeckung. Hier sind auch Funde mit vertreten, die zur damaligen Zeit, zur Bestattung, schon mindestens 300 Jahre alt waren. Und das macht diese Beigabe, dieses Schatzgefäß, zu etwas ganz, ganz Besonderem. Auch dieses Stück ist ein Sechser im Lotto. Eine Metalldose.
2000 Jahre altes Zeugnis meisterhafter Handwerkskunst. Thomas Fritsch will erfahren, wie sie im Einzelnen aufgebaut ist. Beim Fraunhofer Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren in Saarbrücken will er die Dose untersuchen lassen. Mittels Computertomographie kann Christian Shaw in das fragile Gebilde hineinschauen, ohne es auch nur aus der Verpackung zu nehmen. Normalerweise durchleuchtet der Wissenschaftler Bauteile von Autos, um sie auf Schäden zu untersuchen. Eine Blechdose aus der Antike hat er bisher noch nicht geröntgt. Aus allen Richtungen ermöglicht der Apparat Einblicke ins verborgene Innere des Behälters. Dass er leer ist, enttäuscht die beiden Forscher gar nicht. Die Dose selbst und ihre feine Verarbeitung sind ihnen Sensation genug. Ich habe mich schon immer für Archäologie interessiert. Und als dann der Herr Fritsch angekommen ist mit dieser Dose, hat sich das quasi von selbst ergeben. Die Dose war zum einen ein wunderbares Beispiel für eine Computertomographie. Und zum anderen war es mal ein etwas exotischeres Anwendungsgebiet, abgesehen von dem üblichen, doch eher technischen Material, das wir hier untersuchen, auf Risse und Poren. Ist natürlich die Untersuchung einer 2000 Jahre alten, quasi saarländischen Reliquie doch eine ganz spannende Alternative zu dem eher nüchternen alltäglichen Geschäft. Zum Glück bin ich da auf ein offenes Ohr gestoßen und man hat uns also zubewilligt, das kostenlos machen zu können. Denn mit den Finanzen für derartige Untersuchungen haben wir fast so gut wie keinen Etat zur Verfügung. Und ohne die kostenlose Bereitstellung der hiesigen Gerätschaften wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Dass Wissenschaftler anderen Wissenschaftlern helfen, neugierig auf das fremde Fachgebiet sind und dort mit den eigenen Methoden neue Erkenntnisse gewinnen, das eben macht eine Hochschule zur Universität. Auf dem Campus in Saarbrücken aber droht ein Artensterben in der Wissenschaft. Die Holzkreuze auf dem Rasen verkünden den Stand der Schrumpfung. Zu den gefährdeten Arten gehören auch die Altertumswissenschaften, speziell die Archäologie. Die wird in zwei unterschiedlichen Fachgebieten gelehrt. Beides hält die Landesregierung jetzt für verzichtbar. Und hat beispielsweise den Lehrstuhl des bald in Ruhestand gehenden Vor- und Frühgeschichtlers Rudolf Echt unter Beobachtung gestellt. Altertümer könne man auch in anderen Städten studieren. Ich habe nichts dagegen, mich auf den Prüfstand stellen zu lassen. Dann muss es aber eine umfassende, sachkundige und faire Prüfung sein, die genau abwägt zwischen dem, was die Altertumswissenschaften den Staat kosten und was sie ihm an nicht unmittelbar kommerziell verwertbarem Wissen, aber an identitätsstiftendem Wissen dafür liefern können. Wer soll das machen? Sollen das die Leute aus Schleswig-Holstein machen? Die haben genug mit ihrem Zeug zu tun. Sollen das die Leute aus Baden-Württemberg machen? Die haben genug mit ihrem Zeug zu tun. Also entweder macht man es hier oder es unterbleibt. Ein paar Türen weiter hilft erneut ein archäologiebegeisterter Professor gratis bei der Lösung eines Rätsels. Von einem seltsamen Klumpen Material aus einem Grab nimmt der Biochemiker Klaus Hollemeyer eine winzige Probe und steckt sie in den FT-ICR-MS, was die Abkürzung ist für Fourier-Transformation, Ionenzyklotron, Resonanz-Massenspektrometrie. Ein Monstrum, dessen Magnetfeld 100.000 Mal stärker ist als das der Erde. Darin wird die Probe auf organische Substanzen untersucht. Wie lange dauert das etwa? Das sind Analyse. Ja, etwa 2 Sekunden. 2 Sekunden? Okay, ich dachte jetzt, das dauert ein paar Stunden. Nein, 2 Sekunden. Mit der Methode hat der Saarbrücker Professor schon Ötzis Pelzbekleidung analysiert. Hier lautet das Ergebnis Birkenpech. Das Birkenpech ist ein eingedickter Saft aus der Birkenrinde. Und man hat einfach diese Substanz, diese Birkenrinden genommen und hat die verschwelt, das heißt unter Luftabschluss erhitzt. Dadurch hat sich eine schwarze, zähe Masse gebildet,
die dann durch weiteres Erhitzen immer mehr eingedickt worden ist, bis sie also eine Festigkeit hatte. Dieses Birkenpech war der antike Klebstoff, der schon seit der Jungsteinzeit bekannt ist und wurde für die vielseitigsten Sachen benutzt. Birkenpech können wir auch, sagen Werner und Monika Malburg. Der Ötzi, den hat man gefunden, der hat schon ein Stück Birkenpech bei sich gehabt. Unter den strengen Augen des Archäologen Michael Koch wollen die Malburgs die Vergangenheit ganz praktisch erkunden. Alle drei gehören zum Verein der Hochwaldkelten, die am Fuß des Ringwalds experimentelle Archäologie betreiben. Archäologisch betrachtet bleibt von so einer Tätigkeit nichts übrig. Ne? Erst das Selbermachen liefert dem Forscher wichtige Erkenntnisse. Auch darum entsteht hier seit einigen Jahren ein Keltendorf ohne einen einzigen Eisennagel. Wie baut man Häuser, wenn Eisen zu teuer ist? In der Archäologie ist es so, dass ein Großteil der Häuser ja eigentlich nur bis zum Bodenniveau erhalten ist und man deswegen gar nicht so genau weiß, wie es oben aussah. Ja, vieles ist eben aus Holz. Holz ist vergänglich, das ist klar, dass davon nicht viel übrig bleibt. Eigentlich, wir sagen immer Eisenzeit in der Archäologie, aber eigentlich ist es auch eine Holzzeit, weil nämlich Handwerkstechniken im Holzbereich, das Drechseln zum Beispiel von Holz, Möbeljahr, was wir kennen, das sehr fein gearbeitet war und solche Sachen. Da wissen wir, dass also eine sehr ausdifferenzierte und sehr künstlerisch hochwertige Kultur uns da eigentlich gegenübersteht, wobei wir aber nur wenige kümmerliche Reste haben. Als Archäologe darf man keine Angst vor Schmutz haben. Mhm. Auch nicht Angst im Dunkeln, keine Angst vor Spinnen, Schlangen oder Skorpionen. Da ist schon ein bisschen was dran. Mit bloßen Händen bauen Michael Koch und Werner Malburg einen kleinen Hochofen nach, um zu testen, welche Temperaturen man damit erreichen kann. Das Feuerholz wird selbstverständlich mit einer keltischen Axt gespalten. Das Thermometer sagt, den Ofen haben die Kelten besser hinbekommen. Sie konnten sogar Glas oder gar Eisen darin schmelzen. Selbst so scheinbar einfache Tätigkeiten wie das Korbflechten bieten überraschende Erkenntnisse. Man kann es in einem Tag machen, ja. Aber das geht sehr in die Finger. Sogar Kochrezepte aus der Eisenzeit probieren die Forscher aus. Im Gräberfeld von Vederat Belginum hat man das gefunden, in einem spätlatinzeitlichen Grab. Als Grabbeigabe, als Speise wohl und die Reise für das Jenseits. Und das Besondere ist natürlich, wenn man die zubereitet in einem Lehmbackofen auf Keltenart. Den selbstgebackenen Keltenkringeln fehlt es vielleicht ein bisschen an Salz, aber auf keinen Fall am guten Willen. Wenn das Dorf erstmal fertig ist, wollen die Hochwaldkelten einmal im Monat dort ihre Künste zeigen und über das Wie der Frage näher kommen, wer hat hier vor 2000 Jahren gelebt? Ortstermin im Winter. Michael Koch führt Forscherkollegen aus der ganzen Großregion zu den Fundstätten am Ringwall. Und dort war ein goldener Fingerring mit D-förmigem Profil, nein, U-förmigem Profil, 3,3 Gramm schwer. Abgedeckt. Das meiste aber erzählt der Ringwall selbst. Wie es wohl war hier oben in den Wintern des Gallischen Krieges. Über sich die Götter und gegenüber 10.000 römische Soldaten. Unten im Dorf sind die Archäologen tief beeindruckt von dem, was sie auf der verschneiten Nordmauer erfahren haben. Sie alle graben und forschen im ehemaligen Land der Treverer. Andrea C. Lanz zum Beispiel verwaltet das Erbe des Donnersbergs in der Pfalz, das Nachbaroppidum von Otzenhausen.
Ich kenne eine ganze Menge keltischer Oppida, keltischer Großsiedlungen, aber wenn man nach Otzenhausen kommt und diesen gigantischen Wall aus Steinen, der heute immer noch davon zeugt, dass das einmal eine Mauer war, die Menschen aufgerichtet haben, 20 Meter hoch, einige Meter breit, dann ist das einfach eine ganz eigene Atmosphäre, die hier ausstrahlt, was in der Vergangenheit Menschen schon geschaffen haben, um ihren eigenen Willen zu verkünden, um zu zeigen, wer sie sind, um sich hier in der Gegend auch zu präsentieren. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre hier. In der Europäischen Akademie von Otzenhausen bringen sich die Keltenforscher gegenseitig auf den neuesten Stand ihres Wissens. Von Gräbern und Knochen handeln die Vorträge. Von fehlenden Mitteln, um die Funde zu bergen und zu bearbeiten. Von Hügelgräbern, die unter Verkehrskreiseln verschwinden. Dass im Land der Treverer heute zwei Sprachen gesprochen werden, tut der Einigkeit der Forscher keinen Abbruch. Die Fundstellen sind zahlreich und die Probleme auch. So wie es im Saarland momentan sehr problematisch ist mit dem Fortbestand der Archäologie in Saarbrücken, so hat auch zum Beispiel Luxemburg momentan sehr schwer zu kämpfen und zu arbeiten, seine Landesarchäologie aufrechtzuerhalten, weil immer wieder Probleme aus der Politik herangetragen werden, die Denkmäler allerdings nichts dafür können und der Gefahr ausgeliefert sind, schneller zu verschwinden, als dass wir sie ergreifen und begreifen können. Gegenbesuch in Luxemburg. Das Oppidum auf dem Titelberg bei Diekirch war einer der Hauptorte der Treverer. Vielleicht sogar der Stammsitz von Zingetorix, dem verräterischen Schwiegersohn des Indutiomarus, der sich rechtzeitig auf Cäsars Seite geschlagen hatte. Noch so eine erzählenswerte Geschichte, die nicht erzählt wird. Wir haben leider Gottes nur Geld, um auszugraben. Aber andere Sachen haben wir kein Geld. Mhm. Eigentlich müsste Titelberg doch fast ein Nationalheiligtum der Archäologie sein hier, oder? So es bedeutend müsste, wie der Ort ja, ist. Ja, es müsste. Aber die Kelten oder gar die Treverer sind halt den Leuten schwieriger beizubringen als die Römer. Also Römer kennt ja jedermann, ja. Kelten oder Treverer, da wird die Sache schon schwieriger. Und wenn man ein Familiendrama erzählen würde, voller Intrigen und Verrat? Die Funde gäben es her. Der Reichtum des Titelbergs begann mit dem Untergang des Oppidums von Otzenhausen. Erst kürzlich hat man einen antiken Viehmarkt ausgegraben. An der Ecke bei dem Gitter, da lag ein ganzes Pferd. Und der Traktor, also der Pflug, der hat den oberen Teil des Kopfes rasiert. Viele Funde aus der Keltenzeit gehören heute zum Stolz des Luxemburger Nationalmuseums. Selbstverständlich ist das nicht. Damals wussten wir noch nicht, was da für bedeutende Funde gemacht würden. Das wird nächstes Jahr 50 Jahre her sein. Im Nachhinein sind dann Fachleute von Trier und von Köln gekommen. Da hat man da gedacht, ist das dann wirklich so bedeutend gewesen, dort wo du mitgeholfen hast. Und erst später, ein paar Jahre später, als die Sachen veröffentlicht wurden oder publik wurden, da hat man erst das richtige Ausmaß davon erkannt. Müssen zum Hunnenring auch erst Experten von außen kommen, damit er in angemessenen Wert gesetzt wird? Oder vertrauen wir denen, die ihn seit vielen Jahren kennen und erforschen? Man ist hier, wenn man vielleicht das in keltischen Worten ausdrücken möchte, nahe bei den Göttern. Und ich bin Archäologe geworden, weil mich das einfach interessiert.